Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im letzten Video ja bereits den Erwartungswert als eine wichtige Kenngröße von Zufallsvariablen kennengelernt. Dahinter steckte die Idee, dass man, weil sich überlegt hat, ich habe so ein Zufallsexperiment und führe das jetzt ganz oft aus und bilde sozusagen den Mittelwert über alle Ausprägungen. Und dann kann man eben halt nachweisen, das haben wir nicht gemacht, aber man kann nachweisen, dass dieser Mittelwert beliebig nah an den Erwartungswert heranrückt und im Grenzfall sogar identisch ist mit diesem Erwartungswert. Und heute möchte ich eben ein paar wichtige Eigenschaften dieses Erwartungswertoperators besprechen, die wir noch ein paar Mal brauchen werden, um eben Erwartungswerte von Zufallsvariablen zu berechnen. Und die erste Eigenschaft, die ich besprechen möchte, ist die Linearität des Erwartungswertes. Und damit meint man, wenn ich so eine lineare Transformation der Zufallsvariable habe, also ich definiere mir eine neue Zufallsvariable, definiere ich mir einfach so, dass ich die alte Zufallsvariable mit einer konstanten a multipliziere und dann eventuell noch eine andere konstante b drauf addiere. Und ich interessiere mich jetzt für den Erwartungswert dieser neuen Zufallsvariable, dann ist dieser Erwartungswert gegeben durch a mal e von x plus b, also quasi die lineare Transformation des ursprünglichen Erwartungswertes. Das müssen wir natürlich erstmal beweisen, dass das so ist. Und dazu müssen wir uns die Definition des Erwartungswertes nochmal anschauen. Erstmal rein nach Definition war das die Summe über alle Ausprägungen x in dieser Menge Omega Stern und aufsummiert wird hier über die einzelnen Ausprägungen ax plus b mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x diesen Wert annimmt. Und da können wir jetzt erstmal das Distributivgesetz anwenden. Also wir können hier diese Klammer hier ausmultiplizieren und dann können wir die Summe an diesem Pluszeichen auch noch auftrennen. Und weil die Summe natürlich selbst linear ist, kann ich dieses konstante a und dieses konstante b dann aus der jeweiligen Summe herausziehen und erhalte damit dann im Grunde diesen Term hier. Also a mal die Summe über alle Ausprägungen aufsummiert wird x mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert x annimmt, plus b mal die Summe über alle Ausprägungen und aufsummiert wird hier die Massenfunktion. Dieser Term hier, das ist per Definition genau der Erwartungswert von x, also dieses e von x hier. Und dieser Term hier, das ist halt genau 1. Ja? Also das hatten wir uns auch schon mal überlegt, wenn ich die Massenfunktion für alle Elemente einfach aufsummiere, dann gibt das 1. Das folgt daraus, dass die Ausprägungen der Zufallsvariable disjunkte Elementarereignisse bilden, deren Vereinigung wieder ganz Omega ergibt. Und ganz Omega soll ja immer die Wahrscheinlichkeit 1 haben. Also steht hier im Grunde genau das, was ich beweisen wollte, nämlich der Erwartungswert dieser Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswertes. Und wenn ich jetzt das Ganze für zwei Zufallsvariablen mir anschaue, also ich habe jetzt zwei Zufallsvariablen x und y, wobei die Zufallsvariable x das Bild Omega x Stern haben soll und die Zufallsvariable y soll das Bild Omega y Stern haben, dann gilt hier ebenfalls, dass der Erwartungswert dieser Summe sich ergibt als Summe der Erwartungswerte. Also dass die auch da linear ist. Und das gilt jetzt nicht nur für unabhängige Zufallsvariablen, sondern das gilt auch für abhängige Zufallsvariablen. Also im Grunde gilt das immer. Und auch das müssen wir natürlich beweisen. Und für diesen Beweis brauchen wir den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Den haben wir schon besprochen in einem der ersten Videos und den brauchen wir jetzt halt wieder. Und in dem Formalismus dieser Zufallsvariablen sieht der halt so aus, dass ich sagen kann, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert klein x annimmt, kann ich darstellen als die Summe über alle Omegas, alle Ys in Omega Y Stern und aufsummiert wird hier diese Schnittwahrscheinlichkeit p von x gleich klein x und y gleich klein y. Diese Ys hier, über die ich hier aufsummiere, die bilden genau die Partition, die ich für den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit immer brauchte. Also die bilden die Partition über diesem Omega Y Stern.
Und hier steht eben die Schnittwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert x an klein x annimmt und y den Wert klein y annimmt. Gut, jetzt kann ich mir nochmal die Definition des Erwartungswertes anschauen und damit habe ich dann erstmal, dass der Erwartungswert von x plus y sich ergibt als die Summe über alle Kombinationen von x und y, wobei hier aufsummiert wird über dieses x plus y mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Kombination auch angenommen wird. Und jetzt kann ich halt hier mehrere Dinge tun. Ich kann wieder aufgrund des Distributivgesetzes hier ausmultiplizieren, also x mal diese Wahrscheinlichkeit plus y mal diese Wahrscheinlichkeit schreiben. Dann kann ich die Summe wieder an diesem x-Zeichen hier auftreiben, an diesem Plus hier aufteilen. Und ich kann diese Summe über diese Kombination natürlich auch als zwei einzelne Summen schreiben. Also ich kann schreiben, dass ich erst über die x in Omega x Stern aufsummiere und dann über die y in Omega y Stern. Und zwar summiere ich da auf x mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Kombination angenommen wird. Und dazu kommt eben halt noch die Summe über alle y in Omega y Stern und dann aufsummiert über alle x in Omega x Stern. Und aufsummiert wird hier y mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kombination überhaupt angenommen wird. Die Reihenfolge, in der ich diese Summation hier durchführe, das ist beliebig, das darf ich beliebig wählen. Und das habe ich jetzt hier ganz bewusst so gewählt, dass ich bei diesem ersten Term im Inneren über y aufsummiere, weil dann ist nämlich dieses x hier konstant und dann kann ich das hier rausziehen. Genauso habe ich mich hier dazu entschieden, erst über y und dann über x zu summieren, weil dann nämlich dieses y in dem Inneren konstant ist und auch das kann ich dann rausziehen. Und wenn ich das mache, dann sieht das Ganze eben so aus. Und der Witz an der Sache ist, dass ich jetzt hier habe ich jetzt wieder die Summe über alle y mal diese Schnittwahrscheinlichkeit oder summiert wird hier diese Schnittwahrscheinlichkeit. Und das ist eben genau der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Das haben wir hier oben schon uns überlegt. Das heißt, hier steht eigentlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert x annimmt. Und genauso gilt hier. Hier summiere ich jetzt über alle x auf in Omega x Stern. Und wieder diese Schnittwahrscheinlichkeit wird hier aufsummiert. Und auch das ist eine Form des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit, der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Und das ergibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass y den Wert klein y annimmt. Und wenn ich das da hinschreibe, dann steht hier also im Grunde nur noch diese Summe über alle x aufsummiert wird x mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert x annimmt. Und hier wird aufsummiert über alle y mal die Wahrscheinlichkeit, dass y diesen Wert annimmt. Und das ist eben per Definition genau der Erwartungswert von x und der Erwartungswert von y. Und damit habe ich genau das, was ich zeigen wollte, nämlich der Erwartungswert von x plus y ergibt sich als der Erwartungswert von x plus dem Erwartungswert von y. Wenn ich jetzt unabhängige Zufallsvariablen x und y habe, die sollen wieder die Bilder Omega x Stern und Omega y Stern haben. Dann gilt hier ebenfalls, dass ich den Erwartungswert des Produktes darstellen kann als das Produkt der Erwartungswerte. Auch das muss ich natürlich beweisen. Und hier folgt auch wieder aus der Definition zunächst mal, dass ich das den Erwartungswert über dieses Produkt darstellen kann als die Summe über alle Kombinationen und summiert wird hier x mal y mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kombination überhaupt auftritt. Und wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind, dann haben wir uns auch schon mal überlegt, dass ich diese Schnittwahrscheinlichkeit hier darstellen kann als das Produkt von der Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert klein x annimmt und y den Wert klein y annimmt. Und dann kann ich halt mit dem Assoziativgesetz hier noch so ein bisschen umsortieren und eben schreiben, dass es x mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert klein x annimmt, mal y mal die Wahrscheinlichkeit, dass y den Wert klein y annimmt. Und jetzt ist auch hier wieder, habe ich die Summe sozusagen als zwei Einzelsummen dargestellt. Und auch hier kann ich jetzt wieder dieses x mal p von groß x gleich klein x ist halt eine Konstante und kann ich halt rausziehen aus dieser Summe. Und dann wiederum ist diese verbleibende Summe über y und diesen Term hier ist dann bezogen auf diese Summe eine Konstante, also auch da kann ich die wieder rausziehen. Und dann habe ich im Grunde dieses Produkt hier und das wiederum ist per Definition der Erwartungswert von x.
Und das hier ist per Definition der Erwartungswert von y. Und damit folgt die Behauptung, nämlich der Erwartungswert von x mal y lässt sich darstellen als der Erwartungswert von x mal der Erwartungswert von y. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Wir betrachten mal die Summe der Augenzahlen von 10 fairen Würfelwürfen. Wir hatten das schon mal exemplarisch gemacht für den Fall, dass ich zwei Würfel werfe. Da hatten wir dann auch mal ganz explizit alle Elementarereignisse hingeschrieben. Das waren 36 Stück und dann durch geschicktes Abzählen halt den Erwartungswert bestimmt. Da kann man sich vorstellen, wenn ich das jetzt für 10 Würfel machen wollen würde, dann wäre der Raum, in der der Elementarereignisse schon so groß, dass ich den nur noch sehr schwer aufschreiben könnte. Und da dann abzuzählen, dass welche Summen da so mit welchen Wahrscheinlichkeiten auftreten, das wäre halt ein großes Problem. Das brauchen wir aber gar nicht machen. Wir wissen ja bereits, dass der Erwartungswert für den einzelnen Würfelwurf 3,5 ist. Und jetzt ist es natürlich aufgrund der Linearität des Erwartungswertes so, dass sich der Erwartungswert dieser Summe hier ergibt als Summe der Erwartungswerte. Und die sind ja jeweils 3,5. Davon habe ich 10 Terme und damit habe ich als Erwartungswert insgesamt 35. Dazu brauche ich die konkrete Massenfunktion hier von diesem Experiment gar nicht kennen. Für das Produkt zweier Würfel gilt wegen der Unabhängigkeit jetzt auch das hier. Also wenn ich einfach jetzt zwei Würfel werfe und ich jetzt nicht die Summe bilde, deren Ergebnis ja, deren Erwartungswert ja 7 wäre, sondern wenn ich mir das Produkt davon anschauen möchte, dann kann ich sagen, dass die Würfelwürfe unabhängig sind und deswegen gilt auch für das Produkt hier, dass sich der Erwartungswert ergibt als das Produkt der Erwartungswerte, also 3,5 mal 3,5, das sind 12,25. Auch dazu muss ich mir die Massenfunktion und die einzelnen Ausprägungen der Zufallsvariable, dieser Produktzufallsvariable, gar nicht aufschreiben, wenn mich nur der Erwartungswert davon interessiert. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wir haben einige wichtige Eigenschaften des Erwartungswertes kennengelernt. Wir haben bewiesen, dass der Erwartungswert linear ist. Und insbesondere gilt das auch für die Summe oder auch die Differenz zwischen zwei Zufallsvariablen. Das gilt sogar dann, wenn die Zufallsvariablen abhängig sind. Für den Beweis haben wir nur den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit benutzt und der gilt halt auch dann, wenn die Zufallsvariablen abhängig sind. Und dann haben wir zusätzlich noch gezeigt, dass wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind, sich auch das Produkt, auch der Erwartungswert des Produktes ergibt als Produkt der Erwartungswerte. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.